Guten Morgen, Leute, zu einem erneuten Vlog. Den Tag gestern habe ich übersprungen, weil ich mich da mehr auf die Messe konzentrieren wollte. Heute kommt da nicht so viel Gelaber, dafür umso mehr B-Roll. Und ich würde sagen, wir sind gerade auf dem Weg zur Messe und Roll Dead Movie. Wir sind jetzt innerhalb des Messegebäudes und ich habe mir eine kleine Challenge für heute vorgenommen. Und zwar ist das Ganze inspiriert von Peter McKinnon. Das ist auch ein sehr bekannter amerikanischer YouTuber, beziehungsweise kanadischer YouTuber. Und ja, die Challenge ist, nicht schöne Szenen schön darzustellen. Also wenn es mal langweilig ist, das Ganze in Form von B-Roll halt schöner darzustellen. Das war ein bisschen kompliziert erklärt, aber im Prinzip die Sachen filmen so, dass sie schick in Szene gesetzt sind. Und da die Messe an sich mittlerweile nicht mehr so interessant ist, weil ihr sie auch schon gesehen habt, ist das heute meine Challenge, das Ganze so ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Und das werde ich jetzt versuchen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Wir sind nicht mehr auf der Messe, sondern mittlerweile in so einem kleinen Viertel irgendwo in Barcelona. Es ist da in der Nähe vom Arc de Triomphe und es gibt hier so ganz viele kleine verschachtelte Gassen. Die wollte ich ja unbedingt nochmal sehen und da hatten hier Brian und Char. Ich konnte gerade... Ja, es ist viel los, ey. Oh, Hundis. Und das Viertel werden wir uns jetzt anschauen und hier auch wieder die Challenge, irgendwie schicke B-Roll hinzukriegen. Mal schauen, wie das so wird. Auf jeden Fall ist die Umgebung hier etwas, ja, etwas schöner, etwas leichter zu darzustellen, also leichter zu filmen. Also es ist schneller, schön aussieht. Genau, und Pascal ist da vorne auch mit dabei. Hallo. Ja. Und ich würde sagen, wir rocken jetzt das Titel. Well, this is a class, right? It's meant to be a class. Hide some place. Until you start seeing this. Okay. Right? Du musst kurz über deine neue Kamera berichten. Machen Sie diese. Brian hat eine neue Kamera. Ich habe keine Ahnung, wie diese Kamera heißt tatsächlich. Weißt du nicht? Nein. Also sie ist einfach alt und geil. Wir sind nochmal ein ordentliches Stück gelatscht und mittlerweile jetzt beim Barcelona Pavillon. Den man von hier aus noch nicht sehen kann. Man kann ihn noch nicht sehen, aber die Umgebung ist auf jeden Fall richtig schön. Es ist hier irgendwie so ein riesiger Komplex. Was ist denn das hier eigentlich? Irgend so, weiß ich nicht, so burgartig mit so einem krassen Eingang, wie so ein Schloss irgendwie. Aber ich zeige euch das gleich. Und wir sind halt echt lang gelatscht und die Beine tun weh und wir sind alle so ein bisschen fertig, machen jetzt kurz eine Pause und dann wird weiter erkundet. Genau, und ich glaube, wir gehen heute nicht mehr auf die Messe, zumindest so viel Zeit ist auch gar nicht mehr. Aber es hat sich bis jetzt auf jeden Fall gelohnt, so ein bisschen durch die Stadt zu latschen, so ein bisschen die Stadt zu erkundigen. Erkundigen. Die Stadt erkundigen. Naja, ich bin so ein bisschen erschöpft und ich würde sagen, Kamera fällt schon runter. Ich würde sagen, bisschen B-Roll und schaut es euch an.
war's vom heutigen Tag. Wir sind auf dem Rückweg. Endlich. Und was heißt endlich? Wir waren relativ lange auf dem Rückweg jetzt eigentlich. Und uns schmerzen die Beine. Wir freuen uns, glaube ich, alle irgendwie wieder zu Hause zu sein. Und hiermit verabschiede ich mich. Und noch eine kleine Ankündigung. Und zwar ist schon der nächste Trip in Planung. Das erfahrt ihr aber erst, wenn es final ist. Ja, müsst ihr euch gedulden. Welcher Trip denn? Ja, das ist noch geheim. Warum sagst du dann sowas, Mann? Das ist sehr böse. Hä? Sagst du das aber jetzt, kommt bald ein Ankündigungsvideo. Also Leute, macht's gut. Ciao.